Hi, grüß euch. Wir haben heute einiges vor, denn wir haben vor oder wir verstehen allmählich, was eine höhere Macht eigentlich genau soll und was sie genau will. Viele von uns glauben an Engel, an einen Gott, wie auch immer, an ein höheres Schicksal. Und nicht wenige von uns haben schon Engelkarten gekauft und haben Engel gezogen und haben dann gehofft, dass der uns dann begleitet. Doch wir haben dessen Ansinnen nicht verstanden. Was will denn so ein Engel nun eigentlich ganz genau? Er will dein Licht erhellen und das tut er, denn indem er es erhellt, wird er seines immer heller und heller fahren. Er wird sich selber immer höher fahren und dich damit auch. Es ist in jedem Fall eine Win-Win-Situation. Es kann keine Verlierer geben. Das ist unmöglich. Das ist ein Spiel, worauf du dich eingelassen hast, das unmöglich Verlierer kennen kann. Das gibt es nicht. Nimm an, jemand glaubt an Engel und er glaubt, dass dieser Engel immer bei einem ist. Aber das ist kein Dienstbote. Das heißt nicht, ich habe dieses Problem, ich habe das Problem, mach das mal eben in Ordnung. Was dein höheres Selbst, was dein Heiliger Geist, zu dem komme ich übrigens gleich noch, was die im Sinn haben, ist eines. Indem sie dein Licht erhellen, erhellen sie auch das ihre. Und so wird ihr Licht deines und deines seines. Und so werdet ihr eines. Was dein Heiligen Geist angeht, nun, wir haben immer was von Gott gehört und wir haben immer was von Gott gehört und haben uns angewöhnt, und das war wohl das Dümmste, was uns jemals eingefallen ist, ihn als Vater zu bezeichnen. Zunächst einmal ist er nichts dergleichen. Er ist dein Zwillingsbruder. Er ist dein Bruder. Dein Bruder in dem Sinne, dass er der höchste Teil von dir ist. Und sich kein Jota von den anderen unterscheidet. Die höchste Idee, es ist die Idee. Das höchste Licht, es ist das Licht. Was keine Verdunklung duldet, noch dulden kann. Denn in dem höchsten Licht löst sich jede Dunkelheit auf, ganz egal wie schwerwiegend die ist. Die wirklichen Verdunkelungen, die wir ja als Terror, Pein, Folter, Folterinstrumente und so weiter kennen, finden weit da draußen in der Dunkelheit statt. Und das ist, Gott sei es geklagt, gerade mal unser Standort. Denn die Erde ist ein sehr dunkler Stern. Oh, mir ist bekannt, dass die Erde ein Planet ist, aber wir reden immer hier noch von Sternen. Und die Erde ist auch einer, wie alle anderen auch. Venus und Mars und so etwas. Auf ihre Art sind sie Sterne. Aber ich habe jetzt wirklich nicht die Absicht, mich da mit einem Astrophysiker drüber zu streiten. Wir können aus dieser Erde, also auf dieser Erde, einen sehr hellen, erleuchteten Stern, okay, Planeten machen, wenn wir nur das Bewusstsein dafür hätten. Wenn du dir klar darüber wirst, was dein höchster Seelenzwilling, also der andere Teil, exakt der andere Teil von dir selbst, dir nun ganz genau will. Und du dir klar machst, dass der nur eines will, das eigene Licht heller und heller leuchten lassen, indem er dich dazu bringt, dass du selber das auch tust. Nun, du kannst ja denken und deine Gedanken können dein Licht ja erhellen. Und wie sie es tun, indem sie jede Garstigkeit, jeden Zorn und Wut und Ärger zunächst einmal so weit als möglich unterdrücken. Denn dieses verdunkelt dein eigenes Licht. Es ist das Ziel eines jeden höher stehenden Wesens, das eigene Licht zu erhellen, was immer es tut. Nun sind wir weit davon entfernt, nicht mehr ganz so weit, aber doch immerhin schon, wir haben doch eine beachtliche Distanz, so ist es nicht. Wir sind weit davon entfernt, zu verstehen, dass wir auch durchaus Forschungsprojekte treiben können, dass wir durchaus, sagen wir mal, ein Unternehmen führen können, dass wir durchaus in der Lage sind, Auto zu fahren oder Flugzeuge zu fliegen, auch ohne, dass wir damit einen Wust an Problemen anrichten. Davon sind wir weit entfernt, das zu begreifen.
Wir verstehen im Ansatz die Technologie, wir verstehen die erneuerbaren Energien, wir begreifen, dass die Sonne viel mehr könnte, als nur das auf unserem Pelz zu scheinen, sozusagen. Das begreifen wir. Aber wir haben den Sinnzusammenhang nicht begriffen. Ebenso wenig, wie wir vermuten, eine Biene begreift, was für einen gewaltigen Organismus sie eingesteckt. Ich meine, ein ganzer Bienenstock. Sie weiß es vielleicht nicht. Vielleicht weiß sie es aber doch. Nun, wir mit unserer überragenden Intelligenz, jedenfalls bilden wir uns das ein, dass wir sie haben, begreifen es nicht. Denn wir verstehen die gesamte Menschheit als Menschheit nicht, die Gesamtheit nicht. Wir verstehen nicht, dass nur wenn jeder das eigene Licht erhellen kann und das eigene Licht erhält, im Sinne von erhalten, aber auch im Sinne von erhellen, dass dann das eigene Leben, dass dann die Bahn frei ist, dass es dann keine Probleme mehr geben kann, das verstehen wir nicht. Und wir verstehen nicht, was das mit der Gesamtheit der Menschheit zu tun haben soll. Das begreifen wir nicht. Und wir bilden uns ein, schlauer zu sein als die Bienen? Die Bienen sind weit klüger. Ein Bienenstock funktioniert, indem jede einzelne Biene also erstmal anfängt, ihr Larvendasein beendet, dann wird schlüpft die junge Arbeiterin. Was passiert? Sie fängt an, sich im Stock nützlich zu machen, sie fängt an zu putzen, sie fängt an, die Königin zu putzen. Vielleicht hat sie ja diesen ehrenen Auftrag auch bekommen, dass sie mal die Königin putzen darf oder wie auch immer. Irgendwann fliegt sie und dann sammelt Honig und irgendwann ist sie dann im Stock und jetzt geht's los. Jetzt muss sie anfangen, Honig zu machen. Wie macht sie denn das? Sie kaut den Brei, diesen Blütenstaub, diese Blütenpollen, also hast du mal gegessen, das ist furchtbar. Das ist grauenhaft. Also jetzt kaut sie das und gibt diesen gekauten Brei an die Schwestern weiter. Und diese kaut ebenfalls. Und wobei sie die Giftstoffe aus diesem Blütenstaub oder Blütenpollen für sich behält. Das ist der Grund, warum man eine Biene nicht länger als 2, 4, 5 Monate lebt. Danach ist sie perdu, weil mit diesen Giftstoffen in sich drin hält keine. Es hält keiner länger als 3 oder 4 Monate durch. Aber sie tut es zum Gemeinwohl, für den Honig, für den Nachwuchs. Nun, was eine Biene nur noch tut, das weiß ich nicht, aber eines weiß ich. Was die Menschheit noch tun könnte, weiß ich. Wenn wir anfangen würden, die ganzen Bitterstoffe, die ganzen Giftstoffe, als da wären Wut, Zorn, Trauer, Kummer und so weiter, für uns zu behalten und sie in uns zu neutralisieren, indem wir nämlich ganz einfach lichterfüllte Gedanken haben, ein ganz einfaches Gut, aber indem wir lichterfüllte Gedanken haben und damit unser eigenes Licht erhellen, tun wir eine ganze Menge zum Gemeinwohl, tragen wir eine ganze Menge zum Gemeinwohl bei. Das müssen wir verstehen. Nur so kann der Karren laufen. Dein Ziel ist es, in die Nähe der seligen Erhabenen zu kommen. Der Erhabenen. Die lebendige Erhabene. Die ist zwar lebendig und kriegt alles mit, was hier auf der Erde ist. Sie begreift es und geht mit. Sie geht mit. Das heißt, sie ist lebendig. Und ist weit davon entfernt, ein Mahnmal zu sein, was immer nur da steht. Von dem geht dann ungeheure Kraft aus, das ist richtig. Aber die lebendige Erhabene ist noch ein kleines bisschen anders, denn sie gehört noch zum weiblichen Prinzip. Sie ist noch die Lebendige darunter. Und diese ist auch dein Ziel. Denn die lebendige Erhabene ist in der Tat unantastbar. Sie ist unverletzlich. Sie ist einfach unberührbar und sie ist ganz einfach gefeit von allem. Sie ist also die Erhabene oder der Erhabene. Und dann wären wir direkt bei Buddha. Damit wären wir direkt bei Buddha. Und der hat den Beinamen der Erhabene. Er war auch der Erhabene. Seht ihr, es gibt ein höchstes Wesen des Lichts. Und es steht uns allen frei, diesem Wesen zu dienen. Es gibt ein höchstes Wesen der Weisheit. Und auf dieser Erde diente ihm Buddha ganz sicher. Denn der war so weise, das zu verstehen. Und so diente er auch dem höchsten Wesen des Lichts. Und er hat das weitergegeben. Sehr friedlich, in einer unendlichen Ruhe.
ohne Aufregung, ohne Stress und Panik. Es gibt ein höchstes Wesen der Liebe. Und auf dieser Erde diente ihm in der Tat Jesus von Nazareth. Wobei er einen Kardinalsfehler machte. Er kam zwar auf den Gedanken, dass es nett wäre, wenn wir uns alle untereinander lieben und schätzen würden, aber er machte einen Riesenfehler dabei. Er unterließ es seinen Jüngern zu erklären, oder vielleicht hat er es ihnen erklärt und ist bloß nicht überliefert worden, das weiß ich nicht. Er unterließ es, oder es ist zumindest nicht überliefert, seinen Jüngern zu erklären, dass die Liebe nur dann etwas wert ist, wenn du etwas liebst, was deinen Sinn, was dein Leben, was deinen Geist erhellen wird. Weil das, was du liebst, das Bestreben hat, ebenfalls das eigene Licht zu erhellen und damit auch gleich praktischerweise deines erhellen wird. Und wenn das dein Ziel ist, wirst du lauter Gelegenheiten finden von allen, die dein Licht erhellen, wenn du an sie denkst, was dich lächeln macht, was dich irgendwie, was dich freut, wo du anfängst zu verstehen, wie unendlich gut das tut, wenn etwas bei dir ist, wenn jemand bei dir ist, der dir sehr verbunden ist und dann immer dabei ist, das einzige Bestreben nur noch hat, dein eigenes Licht zu erhellen. Wobei er natürlich das Bestreben hat, sein eigenes ebenfalls zu erhellen. Diese Idee, dass wir selbstlos etwas tun und dabei selbst zurückstecken und selber dann irgendwie dann nichts haben und dann nur etwas kummervoll auf das andere zu sehen, ist absurd. Und nur ein Geist wie das unsere, wie der unsere früher, konnte so einen Unsinn hervorbringen. Es bricht mir das Herz, wie einige miteinander umgehen. Es ist für euch sicherlich kein Geheimnis, dass ich für Kinder vom Bahnhof zu gelesen habe. Und ich habe es früher sehr oft gelesen. Und ich erinnere mich daran, dass sie erzählte, sie wurde ja von ihrem Vater verdroschen wie nur irgendwas. Also der Vater prügelte ja seine Kinder, seine Frau. Und dann erzählte sie einmal, dass ihr Vater wieder mal ausrastete und seine Kinder verprügelte. Und dann hat sie gesagt, meine Mutter stand wohl wieder mal weinend in der Tür. Dieser Satz, der schnitt mir ins Herz. Weil ich dachte, wir alle hatten das Bestreben, ein glückliches Leben hervorzubringen. Uns gegenseitig zu erfreuen, uns gegenseitig zu erhellen, indem wir uns das Leben nicht irgendwie schwieriger machen, noch schwerer machen. Und doch bringen wir uns immer dazu, Kummer zu haben, dass uns das Herz bricht, indem wir uns selber versuchen, irgendwie wichtige Prädikate da aufzukleben und hoffen, dass alle anderen uns dafür Beifall klatschen. Ist das denn das Einzige, was wir können? Ich kann den Tanten vom Jugendamt sagen, dass es Jahre gedauert hat, bis ich mich von dem Verlust meiner Tochter erholt habe. Und ich immer um sie weinte. Jeden Tag. Es gab gar keinen Grund mehr, meine Tochter wegzunehmen. Bis auf eins. Eitelkeit. Und wenn wir dazu bereit sind, für die eigene Eitelkeit alles aufs Spiel zu setzen, dann sind wir dabei, das Licht, unser eigenes Licht und auch das der anderen, gewaltig zu verdunkeln. Und dann leben wir in Dunkelheit. Und solange ich auf der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und diese Entscheidung kannst du auch treffen. Solange du auf der Welt bist, kannst du das Licht der Welt sein. Nämlich dein eigenes, in deiner Welt, in der du lebst, in deinem Umfeld. Und damit wärst du direkt in dem Zustand des Erhabenen. Denn du bist dabei zu erkennen, dass alles, was auf dich zukommt, so bedrohlich das auch am Anfang klingen mag, nur Makulatur ist. Es ist nicht mehr interessant, denn es ist Schnee von gestern.
Es kann bedrohlich sein, wenn du es als bedrohliches ansiehst. Es kann anfangen, dass du es mit deiner Angst und Sorge und deiner Panik lebendig machst, wie ich damals. Als sich das Amt anschickte, mir meine Tochter wegzunehmen, bekam ich Panik. Ich hatte Angst. Ich hatte furchtbare Angst um mein Kind. Einen sicheren Weg, um sie zu verlieren, hätte ich nicht anschlagen können. Also, Schnee von gestern. Ich will euch nur versuchen zu erklären, wie etwas zustande kommt. So etwas baut sich auf. Und die Angst und Sorge und die eigene Panik verstärken das dann noch. Und schaufeln wir den Weg sozusagen frei dafür, dass du das ganz bestimmt erlebst. Wenn die Menschen damals nicht so einen Hunger gehabt hätten, nicht so verzweifelt gewesen wären und nicht so eine Panik gehabt hätten und so eine Angst gehabt hätten und darunter gelitten hätten, dass sie den Zweiten Weltkrieg verloren haben, den Ersten Weltkrieg verloren haben, dann hätte sowas wie Adolf Hitler nie passieren können. Wisst ihr eigentlich, wie nahe ihr den Zustand, wisst ihr eigentlich, wie nahe ihr den Zustand kommt, in dem ihr Entsetzliches verursacht, in dem Streben, etwas Gutes zu tun? Ein Mensch mit einem verdunkelten Bewusstsein kann nichts Gutes tun. Das schafft er nicht. Und ob das, was er tut, dann zufällig gut wird, das ist doch nicht das hängt doch nicht von dessen in der Initiative ab. Das hängt davon ab, wie ein anderer darauf reagieren kann. Es gibt eine Kampfsportart, die irgendwie lernt, aus der Energie des Gegners die umzuleiten, und so, das ist praktisch dessen Attacken auf einen selbst, ihn selbst selber wieder treffen. Das ist eine intelligente Schule, das ist eine intelligente Sportart. Ich habe sie nie gelernt. Aber ehrlich gesagt, ich habe durchaus nicht die Absicht, mich durch einen Körpereinsatz zu wehren. Das möchte ich nicht. Das Einzige, was ich möchte, ist ein so starkes Licht haben, dass alle Attacken auf mich von vornherein ausgeschlossen sind. Das will ich. Das heißt, wenn noch irgendetwas auftaucht, was mich irritiert, was mich irgendwie nervt, was mich ärgern würde, dann frage ich mich sofort, wieso habe ich überhaupt noch eine Schwingung dafür? Das kann doch überhaupt nicht. Unmöglich. Mein Licht ist so hell, es ist mittlerweile so intensiv und so intensiviert, dass alle Problematiken, jeder Zorn, Wut und Kummer, Trauer und so weiter sich sofort auflösen. Und solange ich so denke, ist mein Licht strahlend weiß. Solange ich so denke, ist mein Licht weiß, weil ich es weiß. In dem Moment, wo ich das weiß, in dem Moment lasse ich nichts mehr gelten, was mein Licht verdunkeln würde, was mir meine Laune verderben würde, was mir meine Empfindungen stören würde. Und am Anfang bist du dabei wie eine Mimose. Also wenn du dabei bist, wenn auf einmal der Groschen fällt. Wenn du dabei bist, dann bist du anfangs wie eine Mimose, die sich bei der kleinsten Berührung sofort schließt. Das musst du auch, denn jetzt bist du dabei, deine Entscheidungen zu fällen. Du bist dabei, deine Entscheidungen zu erkennen. Du bist dabei zu erkennen, was gehört noch dazu und was nicht. Und in dem Augenblick heißt es Abschied nehmen. In sehr vielen Fällen heißt es Abschied nehmen. Weil du von vielen, was du früher mal gut gefunden hast, was du früher liebtest, wo auch deine ganzen Energieanteile drin stecken, weil du von diesen Sachen Abschied nehmen musst, weil du erkennst, dass sie dir oberflächlich ein gutes Gefühl gegeben haben, aber eigentlich nicht wirklich gut waren. Du darfst eines nicht vergessen: Was früher mal passiert ist, hattest du, weil du so ein Bewusstsein dafür hattest. Das ist schon wieder die Brüder Grimm. Mir fallen immer die Märchen an. Wenn ich irgendwann an so etwas komme, fallen mir sofort ein Märchen an. Wo das nämlich auftaucht. Junge,
flieg mir das Sams, nehme die Hosen. Oder ich ziehe dir die Elle über die Ohren. Ich habe zwei Riesen getötet, einen Wildschwein erlegt, ein Einhorn gefangen und zwei Riesen erschlagen. Und jetzt sollte ich mich vor denen fürchten, die draußen vor der Kammer stehen? Ich habe das nicht mehr ganz so aufgehört. Ich glaube, das ist eine Erinnerung her, weiß ich das nicht mehr. Aber es war ja wohl so, Riesen getötet, Wildschwein erlegt und Einhorn gefangen oder sowas. Und er wurde ja ein König, das tapfere Schneiderlein. Ich habe 7 auf einen Streich erschlagen, 2 Riesen getötet, ein Wildschwein erlegt und ein Einhorn gefangen. Jetzt soll ich mich vor denen fürchten, die draußen vor der Kammer stehen? Das tapfere Schneiderlein wurde ein König und er wurde bedroht. Und er weiß, er ist König. Aber er wusste auch, wo er herkam. Er wusste genau, er war ein Schneider. Daher sagte er auch, Junge, flieg mir das Wams. Nehme die Hosen. Oder ich ziehe dir die Elle über die Ohren. Das heißt, er wusste ganz genau, was er früher war. Nämlich ein Schneider. Nicht mehr, nicht weniger. Und dann zog er mit dem Güll herum, ist 7 auf einen Streich. Und natürlich dachte jeder, 7 Männer auf einen Streich erschlagen. Aber er meinte schon, was er sagte, war 7 Stuben fliegen. Aber, nun, er brachte es ja sehr weit. Er hat Karriere gemacht, würden wir heute sagen. Aber er hat nie vergessen, wo er herkam. Aber er hat auch nicht vergessen, was er aus sich gemacht hat. Er kannte seine Fähigkeit ganz genau. Es war gar nicht nötig, die Riesen selber zu erschlagen. Er musste sie nur ein bisschen reinlegen. Das war alles. Er war pfiffig, der gute Mann. Und das sage ich dir auch. Vergiss nie, das, wo du herkommst, ist nicht zählt, das, was du früher mal gewesen bist. Wichtig ist, was du aus dir machst. Und wenn du aus deinem Denken das Licht deines Denkens machst, dann das Licht deines Bewusstseins, und es ist dein Bewusstsein, weißes Licht zu sein, ja dann, wo soll denn der ganze Verdruss noch herkommen? Und vor allen Dingen, wie sollte es dir denn dann gelingen, einen anderen Menschen zu verdrüßen? Wie sollte es dir dann gelingen, jemanden zu entführen? Wie sollte es dir dann gelingen, jemanden sein Kind wegzunehmen? Wie sollte es dir dann gelingen, jemanden um sein Reichtum zu betrügen? Wie sollte es dir dann gelingen, jemanden zu erschlagen? Und wie sollte es dir gelingen, Kriege zu führen? Das tut doch kein Mensch, der ein weißes Bewusstsein hat, der ein helles Bewusstsein hat, dessen Bewusstsein Licht ist. Und das hat Jesus versucht auch zu erklären. Aber er kam zu einem Zeitpunkt, wo das die Menschen noch nicht verstanden. Vielleicht war es wirklich so, dass man es am besten auch über die Liebe versucht hatte und sagte, dann kommt jetzt, liebt euch doch bitte erst einmal und versteht es, bringt etwas Verständnis füreinander auf. Aber ich glaube, dass es vor 2000 Jahren den Menschen gar nicht möglich war. Nun, aber auch Buddha lebte. Und er sagte, was er genau im Einzelnen sagte, weiß ich gar nicht. Aber er war so klug, sich nicht über das zu echauffieren, was um ihn herum passierte. Und Buddha lebte nicht gerade in einem Zeitalter, in dem es leicht war, die Umstände der Welt zu ignorieren. Also so ist es auch wieder nicht. Ja? Versuche es nicht an dich heranzulassen. Und erinnere dich bitte. Du bist das Licht der Welt. Das heißt nicht, dass du alle anderen erleuchten musst. Wirklich nicht. Aber du bist das Licht der Welt, in der du lebst. Du bist das Licht deines Umfeldes, deines Geistes und deines Bewusstseins. Und nur was in deinem Bewusstsein entspricht, kann dich überhaupt erreichen. Wenn wir das verstanden haben, hast du viel verstanden. Und wenn ich mal auf die Tränendrüse drücken darf, bitte bringe deinen Zwilling nicht zum Weinen. Bitte nicht. Tu es nicht. Du bringst ihn immer dann zum Weinen oder besser gesagt immer dann dazu, hilflos zu sein, nicht zu wissen, wie er sein geliebtes anderes Ich, und das bist du, helfen kann. Wenn du es vor lauter Zorn, Wut und auch gehässige Gedanken oder gehässige Taten oder gemeine Taten oder widerliche Taten es ihm unmöglich machst. Und doch, sicherlich liebt er dich. Auch wenn du gemein und egoistisch warst.
Auf einer sehr verdrehten Art und Weise egoistisch. Ich meine, bist du egoistisch, weil du sagst, ich will nur noch wer ist es sich sein? Das ist der beste Egoismus, zu dem du dich je aufraffen kannst. Das ist das Beste, was dir je passieren kann. Aber wir können auf eine merkwürdige, verdrehte Art egoistisch sein, dass wir alles nur für uns haben. Wir wollen das größte Stück vom Kuchen, wir wollen das größte Stück vom Apfel, wir wollen das größte Stück von der Schokolade, wir wollen das größte Stück vom Steak und wir wollen das größte Stück von. Ich will die am meisten Geld haben, ich will am meisten dies haben, ich will am meisten das haben. Das ist der verdrehte Form von Egoismus. Und der, der uns an der Kehle sitzt. Es ist gut, egoistisch zu sein. Indem man sagt, ich will aber Licht sein. Ich will das weiße Licht sein. Ich will weißes Licht in meinem Bewusstsein haben. Und ich will das weißeste Licht von allen sein. Das wird dir keiner neiden, glaub es mir. Das wird überhaupt keiner neiden. Das wird dir keiner übel nehmen. Das ist doch großartig. Wir alle begrüßen es, wenn jemand noch helleres Licht ist als wir. Das ist wunderbar, nichts wie hin. Und erhellen und erhellen und erhellen. Wir haben alle viel zu tun. Anhand dieser Umstände um uns herum wissen wir, begreifen wir, was wir da genau zu tun haben. Und es ist eine Menge. Aber in unserem verdrehten Egoismus, der schlimmstenfalls dazu führt, dass wir jemanden vergewaltigen, dass wir jemanden foltern, jemanden einsperren, einkerkern, irgendwann in Ketten setzen. Da tun wir gut daran, uns daran zu erinnern, dass wir einen Zwilling haben. Und der ist wirklich das ist der beste Teil von uns. Der vollkommenste Teil. Und sicherlich liebt er uns. Auch wenn wir grausam und gemein oder gewalttätig brutal waren. Wie konnten wir uns nur so benehmen? Weil wir es nicht wussten. Gut. Gut. Das wussten wir dann eben nicht. Aber jetzt wissen wir es. Wir begreifen es allmählich. Und jetzt wollen wir nur noch eins. Wir wollen nur noch zurück. Wir wollen auf keinen Fall, was heißt wir wollen, also ich will es nicht. Wenn ich erkannt habe, ich kann das weiße Licht meines Denkens sein und demzufolge habe ich keine Probleme, aber ich erlebe das Beste, was überhaupt passieren kann, dann bin ich da ganz einfach hin. Und wenn ich das nur erleben kann, wenn ich allen anderen was wegnehme, dann ist es das, was ich ganz bestimmt nicht haben will. Und dann ist es auch nicht das Beste, dann ist es nur noch eins. Blöd. Und ich bin nicht dumm und ich bin nicht blöd. Auch wenn das früher immer wieder behauptet worden ist, aber naja gut, dann lassen halt. Man kann einen Menschen ganz gewaltig kaputt machen, wenn man unbedingt will. Das sollte man lassen. Also wie sieht die Lösung aus? Mein Heiliger Geist, denke mit mir. Und erinnere dich, das ist dein Zwilling, der lässt dich doch nicht alleine. Ich habe einmal von einem Zwillingsschwestern gehört und dann ist die eine verunfallt. Und ist gestorben. Die andere lebt weiter. Aber die lebt doch nicht alleine weiter. Ihr Zwilling ist doch bei ihr. Der ist immer bei ihr. Die kann gar nicht von ihr getrennt sein. Und eines ist sicher. Dein Geistzwilling, dein Zwilling im Geist, der ist immer bei dir. Und immer bestrebt, deine Gedanken zu erhellen. Immer bestrebt, dich zum Lächeln zu bringen. Ich meine damit nicht, dass er dir pausenlos Witze erzählt. Aber immer dabei ist, dein Licht zu erhellen, dir ein leichteres Herz zu geben, der einfach alles wieder in das bestmöglichste Fahrwasser bringt. Wir haben das Ganze hier ziemlich festgefahren. Ja, dann müssen wir eben den Weg wieder freikriegen. Glaub mir. Wir haben irgendwo eine Fernsehsendung, die heißt Kein Opfer ist je vergessen oder irgendwie sowas. Ach Leute, hört mit dem Gequark auf. Wenn du etwas tust, was wirklich gemein ist, dann spielt das keine Rolle, wie viele Leute darauf gekommen sind und es entdeckt haben oder nicht. Es geht nur um eins. Wenn du etwas tust, was fies ist, was gemein ist, dann hinterlässt das in deiner eigenen Schwingungsplatte eine ganz hässliche Kerbe. Und diese Kerbe musst du wieder freikriegen. Und dabei hast du Hilfe, denn dein Zwilling lässt sich ja nicht alleine, der lässt sich ja nicht im Stich. Du musst dich nur auf ihn besinnen. Und wenn du jetzt eine Engelkarte ziehst oder einen Engel googelst oder wenn du dir einen ausmalst oder wenn du vielleicht kannst du auch gut malen und malst du selber was und was wie auch immer,
dann denke daran, es spielt keine Rolle, ob das jetzt wirklich das ist oder nicht. Die Frage ist, was für Gefühle löst es in dir aus? Wenn du einen Kieselstein vom Boden aufhebst und dir jetzt einbildest, es ist ein Kristall, dann ist das deshalb kein Kristall. Aber wenn du dir einbildest, es so hegst und so flehst und so beide trägst und ich habe einen Kristall bei mir und dann sowas, ja, was passiert denn da mit deinen Energieströmen? Sie werden Kristallenergie. Das spielt auch gar keine Rolle, was ein Kieselstein ist oder nicht. Deine Gedanken müssen wieder Kristallenergie sein. Und dabei wirst du jetzt über eine Menge hinwegsehen. Es gibt eine Menge, was du ignorieren musst. Auch was du früher getan hast. Es kommt alles wieder zurück wie ein Echo. Es nervt einen. Und es kann in deinem Körper Entsetzliches anrichten. An Schmerzen meine ich. Das ist furchtbar. Aber du wirst davon auch frei. Eine fiese Eintrittskarte. Gewisserweise ja. Manchmal tut es wirklich weh. Ja, stimmt, du hast recht. Manchmal ist es wirklich schlecht, aber es ist nur scheinbar so. Es ist nur... Es ist scheinbar so, dass es am Anfang schlimmer wird. Unser Empfinden ist doch da. Aber wir müssen versuchen, nicht nur an eine höhere Bewusstseinsstufe zu kommen, sondern auch an ein höheres Empfinden. Dass wir von ganz alleine, von bestimmten Sachen die Finger lassen, was nur Kummer und Leid im Gepäck hat. Dass wir von ganz alleine auf die Idee kommen, dass es wohl keine gute Idee ist, sich in andere Leute aus Lage da einzumischen, und dann Schicksal spielen zu wollen und dann Dinge zu einem Ende führen zu wollen, was wir selber wohl denken, was gut sein könnte. Der Bruder seiner Schwester gehört dazu, der unbedingt will, dass seine Schwester den und den heiratet. Das will er unbedingt. Oh ja, und wie er das will. Ja. Yeah. Er hat es seinem Vater aus seinem Totenbett versprochen, dass er sich um seine jüngere Schwester kümmert. Gut, die jüngere Schwester ist ja 3 Jahre älter als er, aber gut, egal. Ich meine, das ist halt nur die Schwester. Das ist halt nur ein Mädchen. Okay. Jetzt verheiratet er seine Schwester mit seinem duften Kumpel. Was macht er? Der verprügelt seine Frau, was weiß ich was alles. Sie hat ein furchtbares Leben. Und die Liebe ihres Lebens konnte sie nicht heiraten, weil der Bruder gesagt hat, nein. Was glaubt ihr denn, was aus solchen Menschen wird? Ich meine, wir können auch kurz mit seiner Schwester reden. Warum hast du überhaupt eine Stimmung dazu gehabt? Ich meine, bevor die jetzt anfängt, dir da ihr Leid zu klagen, dann frag sie bitte nur einfach mal ganz kühl, wie konntest du überhaupt in so eine Schwingung kommen? Und warum bist du denn nicht mit deinem Schatz durchgebrannt und hast ihn geheiratet? Dann hätte dann der Bruder sie auf den Kopf stellen können. Also immer mit der Ruhe. Es gibt immer Auswege, ja? Aber es gibt auch die Irrwege, die wir so bequem fanden. Die so gesellschaftlich so akzeptiert waren. Und wo es uns viel bequemer schien, das doch mal bitte zu tun. Wir haben heute ein Studienfach. Das nennt sich Pädagogik. Nun, ich möchte euch gleich zu Anfang sagen, dass es früher einen anderen Namen hatte. Sozialpädagogik. Hatte früher einen völlig anderen Namen. Es nannte sich Klatschweiber. Und kein Mensch wäre je so dumm gewesen, darauf zu hören. Ich überlasse es euch, drüber nachzudenken oder auch nicht. Ich meine, ihr müsst es nicht. Es verdunkelt euer Sinn, wenn ihr Pech habt. Also lasst es. Aber es gibt Menschen, die so bestrebt sind, Gutes zu tun, die in Wahrheit das eigene Licht verdunkeln. Und wenn sie ihr eigenes Licht verdunkeln, können sie es anderen nicht erhellen. Es sei denn, deren anderes Licht ist ja sehr stark. Meines war es eine ganze Weile nicht, aber jetzt ist es. Und bei Gott, ich werde es verteidigen. Und das ist auch genau das, worauf ich hinaus will. Du bist in deinem Leben, ganz egal wo du bist, in welche Position du auch immer bekleidest, du bist in deinem Leben immer dabei, dein eigenes Licht entweder zu verteidigen oder zu bewahren. Denn dass du Licht bist, das weißt du. Du kannst denken. Ein denkendes Wesen ist von Anfang an immer ein Lichtwesen. Vielleicht etwas verdunkelt, die ganze Geschichte, vielleicht etwas abgedämpft, vielleicht ist es etwas schwer, das zu sehen, aber es glüht noch ein Funke. Okay, solange noch ein Funke glüht, können wir es ja anfachen. Es sind deine Gedanken, die dein Licht zum Leuchten bringen. Und wenn du dahinter kommst, fängst du an, wieder sehr, sehr hell in deinem Bewusstsein zu werden.
Es ist nur sehr schmerzhaft und sehr anstrengend, das in die Tat umzusetzen. Weil du alles ignorieren musst. Das widerspricht allem, was du bis jetzt gehört hast. Und ich setze ehrlich gesagt nur auf eine einzige Karte. Darauf mein Licht zu erhellen. Wohl wissend, dass sie in meinem Licht die Probleme auflösen. Das weiß ich jetzt seit ungefähr 10 Jahren. Wenn ich daran denke, wie lange das gedauert hat, bis es endlich weggegangen ist, was mir so nervt oder so, dann kannst du dir vorstellen, was ich da für ein Kaliber da hatte. Also das war, ja. Und glaub mir, man sagt immer so viel Feind, viel eher. Ich würde sagen, wo viel Feind war, da war früher eine gewaltige Dummheit, nämlich unsere. Also ich fange ja nicht an, mich hier zum Märtyrer zu machen und zu sagen, oh, das ganze Unglück, was ich erlebt habe, oh, ja, das ganze Unglück, was ich erlebt hatte, das war gepfeffert. Leicht hatte ich das nicht, wirklich nicht. Aber ich hatte ein echtes Verlangen zu erkennen. Ich wollte wissen, was hier los ist. Ich wollte es verstehen, ich wollte die Welt verstehen. Bei Gott, ich wollte es verstehen. Und das ist mir dann ja auch gelungen. Jetzt versuche ich, das weiterzugeben. Es wird viele, bei vielen rotiert es jetzt. Ihr habt mein Mitgefühl. Ich verstehe es. Also, das nützt dir jetzt nicht viel und mit meinem Verständnis kannst du dir auch nichts kaufen, aber ich kann dir die Garantie geben, dass dein Zwilling, dein höchster Geist, der ist bei dir und das ist nicht so dahingesagt und das ist auch nicht nutzlos, sondern er ist dabei, die Umstände, die nun wirklich verquer sind und die dich wirklich in Verwirrung bringen und die auch schmerzvoll sind, so weit als möglich dir vom Leib zu halten, aber eben nur so weit als möglich. Denk immer daran, dass das Universum existiert und es existiert aufgrund von Berechnungen, aus Statik, es gibt Wahrscheinlichkeitsrechnungen und es gibt auch etwas anderes. Es gibt das Mischverhältnis. Back mal einen Kuchen, ganz normalen Kuchen für einen ganz normalen Gugelhupf oder sowas und dann nimm mal für so einen Kuchen 10 Pfund Zucker. Den kannst du nicht essen. Das kannst du nicht essen. Oder 10 Pfund Salz. Genau das Gleiche. Das heißt, die Zutaten müssen aufeinander abgestimmt werden. Die müssen in einer Balance zueinander stehen. Sonst kannst du das Ding nicht essen. Ich glaube, das kannst du verstehen. Aber mit einer Sache kannst du übertreiben. Da kannst du nehmen, so viel du willst. Es ist immer Licht. Nun, wir wissen aber auch, wenn wir uns an die Röntgenstrahlen erinnern, wir wissen aber auch, dass allzu viel ungesund ist. Also zu viel an Röntgenstrahlen können wir nicht vertragen. Andererseits, es gibt höhere Bewusstseinsebenen. Da wäre so ein Röntgenstrahl, wäre einfach klasse. Die Gammastrahlen, für uns super gefährlich. Ein anderer, hin zur Gammastrahlung. Also das kommt immer darauf an, wer was vertragen kann. Trotzdem, Licht in dein Bewusstsein zu bekommen, dein Bewusstsein so hell wie möglich zu kriegen, das kannst du immer hinbekommen. Du musst es nur mit, manchmal sind das Attacken. Und ich habe es halt etwas übertrieben, als ich sagte, ich will weißes Licht im Bewusstsein. Sonst ist mein Bewusstsein so dunkel, dann würde ich mich ja benehmen wie alle anderen auch, die ich nicht leiden kann. Also im Klartext kann ich mal sagen, die Menschenmasse als solche mag ich nicht. Sie tut mir nicht gut. Sie ist für mich verdammt gefährlich. Ich mag sie nicht sonderlich. Andererseits haben sie ein Bewusstsein, was ich vor nicht allzu langer Zeit hatte. Ich kann sie also schlecht beurteilen. Das tue ich auch nicht. Ich habe nicht vor, sie zu verurteilen. Ich habe auch nicht die Lust, ihnen die Zunge rauszuschrecken. Und nicht mal bäh, würde ich sagen. Also jetzt nicht mehr. Das war mal. Und hatte sicherlich auch, es war ja verständlich, man konnte es ja verstehen. Ja, nur weil man es verstehen kann, heißt es ja nicht, dass es in irgendeiner Weise was Gutes bewirkt.
Und das ist aber nun genau mein Bestreben. Ich will aber, dass mein Licht so hell ist, dass es wirklich was Gutes bewirkt. In meinem Leben und damit auch im Leben der anderen. Und das kann jeder tun, auch dann, wenn er krank ist. Ach, jetzt verstehe ich, er meinte die Siechen. Ha, bin ich das allerliebst. Bin ich froh, dass wir was zu tun haben, die alten Siechen. Kannst du dich daran erinnern? Das war das Leben des Brian. Auf einer Bergpredigt. Weißt du es noch, wo die da alle standen? Und dann sagte sie doch, ha, jetzt weiß ich, er meinte die Siechen. Bin ich froh, dass wir was zu tun haben, die alten Siechen. Entschuldige bitte einmal, jeder Mensch, der krank ist, jeder Mensch, der irgendwie gehandicapt ist, jeder Mensch, der irgendein Problem hat, der hat die Möglichkeit, aus seinem Bewusstsein, aus seinem Licht, wieder helles Licht zu machen, ein helles Bewusstsein zu machen. Was hat das denn für einen Sinn, dass ich da im Fernsehen sehe, dass da irgendjemand aufregt, dass er dann eine Gleichstellung mit behinderten Menschen haben will oder so etwas, dass er will, dass behinderte Menschen, also dass das dann so leicht wie möglich gemacht wird. Ja, das finde ich ja auch. Also barrierefreie Zugänge oder so sollten doch in unserer Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit sein. Kann man nicht mehr drüber reden. Aber dieses Bestreben, das immer alles einzuklagen, ist so albern. Denn dann, wenn du das Bewusstsein dafür hast, dass du etwas leicht überwindest, dass du keine Schwierigkeiten mehr hast, dann wird das Leben sich auch so gestalten. Der Geist folgt niemals der Materie. Es ist genau umgekehrt. Die Materie folgt dem Geist. Und wenn du selbst sagst, mein Licht ist heller, mein Bewusstsein wird immer heller, mein Bewusstsein wird immer heller. Und all die Schwierigkeiten, die ich jetzt habe, hat mir ein doch sehr stark verdunkeltes Bewusstsein eingebrockt. Dann ist das eine Erkenntnis. Und dann ist es etwas, womit du umgehen kannst. Dann kannst du dieses Hindernis ja überwinden. Und das musst du auch. Jeder Meister tut das. Alle tun das. Alle taten das. Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Aber jeder Meister in den höheren Sphären hat einmal so angefangen. Ich habe einmal gehört, auch die höchsten Meister dieser Welt haben früher gemordet und vergewaltigt und haben Kriege geführt und was weiß ich was alles. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber natürlich kann man das mit einem verdunkelten Bewusstsein, ja. Nimm einem hohen Wesen die hohe Schwingung und es wird sich benehmen wie der letzte Schlechter. Ist doch logisch. Kann doch nicht so schwer zu begreifen sein. Nein. Dabei müssen wir nur etwas tun, was wir höchst ungern tun. Wir müssen uns selbst überwinden. Wir müssen uns selbst über unseren eigenen Schatten springen. Ja, okay. Seht ihr, deswegen erzähle ich das ja auch so frank und frei. Und dann plappere ich das ja auch so raus. Weil von mir daraus selbst wenn man es will, keinen Strick drehen könnte. Das funktioniert nicht. Denn jetzt müsste jemand, sagen wir mal so, jemand hört mir zu und er will, dass ich das aufhört. Er will, dass ich aufhöre zu reden. Und er will das auch, nein, das stimmt alles nicht, sonst will er mich von Kadi zehren. Doch mit wie wollte er denn das begründen? Wenn ich sage, in deinem eigenen Licht lösen sich deine Probleme auf, in deinem eigenen Licht löst sich das Bestreben auf, Unrecht zu tun. Ja, wo ist der Ankläger? Wo ist denn der sagt, das stimmt doch gar nicht? Mit welcher Begründung denn? Jeder, der Schlimmeres erlebt hat, muss begreifen, dass in seinem eigenen Licht das sich ja wieder auflösen würde. Und dass er früher mal ein Bewusstsein hatte, was genau dazu gepasst hat, was er erlebt hat. Das ist für jemanden, der gequält worden ist, der getreten worden ist, der in Haft gewesen ist und zu Unrecht, der übelst verprügelt worden ist, der übelst zugerichtet worden ist, ungeheuer schwer zu erkennen. Aber verstehe doch bitte, dass es ein Resonanzgesetz gibt und verstehe auch, dass es die Macht der Anziehung gibt. Und das kann dann wirklich keiner erleugnen. Oder hast du nie was von einem Magneten gehört? Himmel. Die Kraft der Magie verlacht ihr. Die einen Magneten aber kennt ihr. Ja, wie absurd ist das denn? Okay, entschuldigt bitte. Ich muss hier ein kleines Gelächter vornehmen. Aber vergiss es. Ich bitte versteht es. Ich glaube, das ist nicht so schwer zu verstehen. Ich appelliere an deine Vernunft. An deinen gesunden Egoismus. An einen Wunsch der Selbsterkenntnis,
Ich appelliere an deinen Wunsch, selber Licht zu sein, ein helles Gemüt zu haben. Und ich appelliere insgesamt an den gesunden Menschenverstand. Denn dieses ewige Diskutieren, oder was es ist wirklich schwer zu ertragen. Okay, Leute, liebe Mitlichtbringer oder künftige Lichtbringer, das hoffe ich doch mal sehr. Denn siehst du, das wünsche ich mir. Ein Lichtbringer zu sein. Ein helles Licht zu sein. Was mir das für ein Mensch braucht, kann er, Mensch da mal kann er, was wollen sie eigentlich mal werden? Ein helles Köpfchen. Wollte ich wirklich. Also, das wünschen wir uns dann doch alle. Dann wünsche ich dir alles Gute und komm gut hin. Du kommst gut hin. Glaub mir. Vom Licht getragen zu werden, vom Licht begleitet zu werden, ist die sicherste Garantie in deinem Leben, dass alles gut wird und dass alles gut ist. Okay. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich suche hier gerade meinen Pfeil, da ist er. Und dann wünsche ich dir lauter lichterfüllte Gedanken. Alles Gute. Tschüss.